jetzt kommt. Schreckliche Bars ohne Gegnerbezug oder nee, sowas hat bisher jeder versucht. Und das hat bei denen nicht krass geklappt, deshalb mach ich eben ein paar Punches klar. Reise in der Zeit, leg mich auf deine Mom und gebe dir den Namen, den man aussprechen kann. Komme zurück und ich sehe so ein Kind, wo der Vater sich mitten im Video einwichst. Kombination, warum nicht, ja Logo, Battle Rap, Runden und Kinderpornos. Damit verdient man ein bisschen Kohle, wenn sie hier schon keinen Sieg ranholen. Was ja kein Problem ist, denn die Chance gibt's durch meine Quali ja eh nicht. Und für die anderen gilt das ja auch ähnlich, ihr bringt für den Status als Favo zu wenig. Muten drückt die Stimme, doch zumindest keine Drogen. Und hat in seiner Quali schon in jedem Satz gelogen. Denn der will mir ernsthaft sagen, dass der neuerdings auf Bier steht. Warte, was? Junge, du bist 14. Die Quali von Mello fickt heftig mein Kopf, Mann. Denn du räumst Bot ja auf Bot, ja du Opfer. Ich finde das technisch beschämend. Auf Scarecrow wird dir einen Technikpunkt geben. Die Demaskierung, die juckt leider nicht. Ey, auf Scarecrow hast du in die Zukunft geblickt. Wissen, wer du bist, finde ich wirklich nicht nice. Also kannst du damit echt nur dich meinen. Find jeden Rapper hier uninteressant. Kaum jemand, der etwas Eigenes hat. Habt ihr, was Rap angeht, keinen Geschmack? Oder hattet ihr alle nur keinen Empfang? Oder die klingen alle so unterirdisch und ich kann es nicht verstehen. Denn dass das alles scheiße ist, das können doch selbst Kinder sehen. Ups.